Zwei Anmerkungen noch zu den Variablen im Zusammenspiel mit den Funktionen. Ich habe jetzt so eine Funktion, die heißt SwitchLED und die will einen Wert haben, der wahr oder falsch ist. Dann können Sie da irgendeinen Ausdruck reinschreiben, zum Beispiel sowas wie LastPosition minus CurrentPosition. Sowas brauchen wir dann im Praktikum größer 0. Das war vielleicht die letzte Position, wo ich war. Das ist die aktuelle Position, wo ich war. Bin ich bei der aktuellen Position weiter links, weiter rechts? Dieser Vergleich hier wird falsch oder wahr oder falsch. Und abhängig davon schalte ich jetzt eine Leuchtdiode an. Was passiert ist, dass dieser Wert ausgerechnet wird, wahr oder falsch, und dann in die entsprechende Variable rüberkopiert wird. Hier in die, welche war das denn? Hier, in diese Variable rüberkopiert wird. Call by value, Aufruf durch Wert. Diese Funktion weiß nichts von der Variable und der Variable. Diese Funktion weiß nur von dem Wert dieses Ergebnisses, der wird rüberkopiert. Dass Sie den Begriff schon mal gehört haben. Punkt 1. Punkt 2. Die Variablen in den Schweifklammern hier sind alle immer wunderschön verborgen vor der Außenwelt. Aber leider nicht nur verborgen vor der Außenwelt, sondern auch vor der Funktion beim nächsten Aufruf verborgen. Wenn ich diese Funktion beim nächsten Aufruf wieder erreiche, wird Resultat wieder auf 1 gesetzt und das i fängt wieder bei 1 an und so weiter. Alles ist vergeben und vergessen, was beim letzten Aufruf passiert war. Das kann man verhindern. Manchmal ist es hilfreich, dass eine Funktion weiß, was denn beim letzten Aufruf passiert ist. Zum Beispiel diese hier für Lückentext Nummer 11. Oh, das vorhin wäre Lückentext Nummer 10 gewesen, sorry. Das hier wäre Lückentext Nummer 11. Also das hier wäre, sorry, das hier wäre Nummer 10 gewesen. Für die Nummer 11. Eine Funktion von der Machart wie eben. Umschalten von an auf aus, von auf aus auf, von an auf aus und von aus auf anschalten. Zungenbrecher. Sowas möchte ich bauen. Eine Funktion, die keinen Wert nimmt, keinen Wert liefert und den Zustand der Leuchtdiode ändert, den aktuellen Zustand ändert, von an auf aus, von aus auf an. Dazu müsste ich mir merken, was denn zum Beispiel, ich könnte den Wert auslesen, aber vielleicht ist es auch raffiniert, mir den aktuellen Wert zu merken. Wenn Sie vor, Sie hätten so eine, was schreibe ich denn hier, bool is on, eine Variable, in der Sie den aktuellen Wert speichern. Und dann je nach dem aktuellen Wert ist on, dann aber klein geschrieben, darauf reagieren. Sowas. Hast du überhaupt gesagt, so eine Funktion, die nichts zurückliefert, braucht keinen Return. So eine Funktion, die nichts zurückliefert, kann einfach bis zum Ende durchlaufen und dann ist Schluss. Und hier würde ich jetzt dasselbe setzen wie vorne. Wo hatten wir das? Den hier zum Anschalten und Ausschalten. Den zum... Habe ich es überhaupt falsch gemacht schon? Das muss man gerade nachdenken. So wäre es ja schon falsch rum. Wenn die aktuell an ist, möchte ich sie ausschalten. Das hier wäre aber Anschalten. Dann müsste ich schreiben... Müsste es genau im Gegenteil sein, wenn sie nicht an ist. Ich schreibe es mal ganz dreist so. Wenn sie nicht an ist, schalte sie an. Und hier unten ist sie dann an, dann schalte sie aus. Und der neue Zustand ist jetzt der umgedrehte. Is on ist das Gegenteil von is on. Das würde nicht funktionieren, aus dem folgenden Grund, dass dieses is on immer wieder auf false gestellt wird. Er kann sich den Wert nicht merken. Es gibt einen Trick, Sie schreiben das static davor, dann merkt er sich den Wert. Der wird beim allerersten, beim Anfang des Programms wird isOn auf false gestellt, wenn dieses static davor steht, statisch. Und ab da behält die Variable ihren Wert.
Was auch immer der Wert war, er wird hier geändert auf das Gegenteil und beim nächsten Aufruf ist es hier dann das Gegenteil und wird wieder auf das Original geändert und so weiter und so fort. So können Sie zum Beispiel mitzählen, wie häufig eine Funktion aufgerufen wurde oder Sie merken sich die Zustände. Also ich habe das Ding schon ausgeschaltet, muss nicht mehr nachgucken, es ist ausgeschaltet. Beim nächsten Aufruf wissen Sie dann weiterhin, dass es ausgeschaltet ist, ohne dass Sie nachgucken müssen. Genau, es sei denn, Sie haben an anderer Stelle die Leuchtdiode an- und ausgemacht. Das wäre natürlich fies. Okay, ja, also Sie dürften dann wirklich nur an dieser Stelle die Leuchtdiode an- und ausmachen. Sonst wäre es ein bisschen blöd. Dann wäre der Wert natürlich falsch. Das wäre ein Einsatz von Static. In dem Praktikum brauchen Sie das Static, um sich zu merken, wo Sie den Servo hingefahren haben als letztes. Das kriegen Sie nämlich nie wieder zurück. Sie können den irgendwo hinfahren, aber es sagt Ihnen keiner mehr, wenn Sie sich nicht merken, wo der Servo denn hingefahren worden ist.